Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Satisfactory. Der Wagen kam gerade. Ich habe hier noch gestanden und war noch ein bisschen was am Einstellen und dann kam plötzlich der Wagen. Jetzt musste ich die Aufnahme natürlich sofort starten. Das sieht so toll aus, ne? Wie er fährt. Einfach grandios. Und jetzt lädt er nochmal. Ja, genau so soll es sein. Das macht Sinn. Ne, doppelt gemoppelt. Hält natürlich länger. Oh Mann. Was zum... Macht er das jedes Mal? Oh, ich dachte, ein drittes Mal aufladen. Ja doch. Hat er. Irgendwie schon. So komische Spuren hier hinterlässt. Oh Mann. Ja, was ich noch... Also zum einen, ich bin gerade hier und nicht da drüben, ja. Weil ich hatte ja seine Aufnahme verschlammt, ne? Ich meine, da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich meine, Dinge passieren. Ärgerlich. Aber nun ja, so ist es nun mal. Und dann habe ich ja dieses Intro hier aufgenommen. Und bin dafür extra hin zurückgelaufen, ne? Aber jetzt fand ich es gerade spannend. Zum einen natürlich, dass die Karre kam. Zum anderen zum Beispiel, da oben sieht man, wenn man da oben schaut, Space Elevator. Ja? Und da The Hub. Das heißt, da werden jetzt die Namen drunter eingeblendet. Denn wir befinden uns hier in einer neuen Version und zwar gab es ein ordentliches Update. Das ist die Version 0.1.11. Und da haben sie wohl ganz ordentlich was gedreht. Es gibt neue Sachen, es gibt neue Items, ja, unter anderem einen Conveyor Lift zum Beispiel. Und es gibt jetzt Quartz Research, vielleicht neue Fahrzeuge, irgendwie so ein Kram. Also ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich habe mir nur wirklich die Bilder angeschaut dazu. Und die sahen schon fantastisch aus, ja. Also ich bin mal gespannt, ja, das werden wir selbst herausfinden und werden wir erforschen. Was mir noch aufgefallen ist, dieser Blätterhaufen ist jetzt wirklich ein Haufen und kein Viereck mehr, ne? Seitdem schwebt diese Blümchenbox. In der letzten Aufnahme, schaut gerne nochmal rein, oder in der vorletzten, als wir noch hier waren, vorvorletzten vielleicht sogar, oh Gott, schon lange her, war es nur durch das Viereck. Jetzt sieht's so aus. Naja, fürs Protokoll, nicht wahr? Der Rest sieht eigentlich normal aus. Die Performance des Spiels ist gut. Ja, kann ich nicht meckern. Bisher zumindest. So, ob es stabil läuft, weiß ich nicht. Ich habe es gerade erst gestartet mit euch zusammen im Grunde. Da vorne, da müssen wir wieder hin. Da waren wir zuletzt. Es gibt ja auch neue Wummen. Irgendwie habe ich da was mit einer Wumme gelesen. Beim Überfliegen. Und das hat mich schon... sehr, sehr neugierig gemacht. Oh, so eine fette Wumme hätte ich schon gerne. Das fehlt hier wirklich. So, mal gucken. Gibt's denn hier ein... Huch! So steil, wirklich? Hier einen neuen Krams oder so? Wenn man hier nochmal wiederkommt. Jetzt nach dem Update. Ja? Ein paar neue Sachen hier. Na, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ja, ja. Bevor ich's vergesse. Das hier. Ach, vielleicht gibt's jetzt auch neue Bildchen, ne? Müssen wir mal schauen. Weil es gab ja noch ein paar Items, wo keine Bilder da waren. So, man muss aber diese Quarze oder diese Erze muss man finden. Irgendwie sowas hatte ich noch gelesen. Also die haben es recht spannend gemacht. Und wie gesagt, ich habe mich nicht zu sehr gespoilert. Ich habe nur ganz kurz überflogen, damit ich wenigstens ein bisschen was erzählen kann, was es jetzt Neues gibt. Den Rest finden wir alle gemeinsam raus. So. Das hier ist Kupfererz rein. Na gut, und so. Okay. Oh, nein. Holy moly. Alter Schwede. So. Jetzt aber. Man hört hier schon irgendwas Spannendes, nicht wahr? Hat gerade auch ein kleines bisschen geruckelt. So, Abenteuer willkommen. Da unten ist die Hochspannungsleitung. Darüber führt. Und das Ding sieht man natürlich von überall aus, ne? Hab. Space Elevator. Was für eine super Orientierungshilfe. So, hier ist wieder so eine Höhle wahrscheinlich. Mit ein paar Viechern, Spinnen und so ein Kram. Oh. Vielleicht sollten wir vorher noch ein paar Nüsschen essen, ne? Gar nicht schaden. So, jetzt aber. Okay. Ich wäre lieber mit der fetten Wumme hier reingegangen, aber jetzt sind wir schon mal hier und dann...
Jetzt habe ich diesen Cliffhanger aufgebaut und jetzt muss ich das Cliff auch nehmen, ne? Oh, ja. Aber da hinten ist es ein riesiger, ne? Ja, das ist ein riesiger, okay. Und die... alles okay mit dir? Kommst du? Du kommst. Ah! Trottel. Das war's auch schon. Große wirkt so winzig. Wie krass sieht das denn hier aus, ne? Ich habe aber noch ein anderes Vieh gehört. So einer, der spuckt. Oh, hier ist was los, ne? Ich glaube, das sind die gemeinen Pflanzen, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. So, was haben wir hier? Da vorne haben wir noch ein paar sogar. Ist ja richtig ab, Mann. Oh, jetzt hätte ich so gerne eine Wumme, ne? So eine richtige Knarre. Gleich greift irgendwas an. Da hängt ein Schnecke am Baum. Was ist das hier für eine Gegend? Da vorne ist das Vieh, was ich meine. Es sind sogar zwei Stück. Also hier gibt es viel zu fighten. Und da vorne kommt schon der nächste. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich würde sagen, lasst uns hier nochmal zurückkommen, wenn wir ein bisschen besser gerüstet sind. Ich denke mal, ich würde die schon packen. Ja, bin ich mir ja eigentlich sogar ziemlich sicher. Die würden wir so nach und nach, würden wir sie wegsnacken. Aber das dauert Ewigkeiten und 3 Tage. Wenn man die nach und nach unlockt. Ich glaube jetzt nicht, dass hier so viel Neues und Spektakuläres ist. Die Location ist halt Hammer, ne? Und ich glaube, dass wir hier ins Hinterland kommen, nachher so in diese Grünfläche rein oder so. Oh, cool, cool. Aber das machen wir ein andermal. Jetzt haben wir mal reingeschaut, wenigstens das. Aber mich interessieren gerade, und da bin ich ganz ehrlich, eigentlich mehr die Neuerungen. Das will ich jetzt mal herausfinden, was es da so alles Neues gibt und was man damit machen kann. Wie es uns hilft. Oh Gott. Nervös, weil ich habe schon gesehen, dieser Lift, dieser Conveyor-Lift, dieser Förderband-Lift. Sowas Cooles. So, da vorne haben wir noch so ein Vieh. Das war auch kein Alpha oder so. Gott, wo bin ich hier? Hier war ich noch nie. Wie cool das aussieht. Das ganze Konstrukt da sieht so dermaßen cool aus. Also da muss irgendwas drin sein. Irgendwas hat es damit auf sich. Bestimmt. Bei diesem kleinen Umweg laufen wir jetzt aber trotzdem noch. Ja. Nö, hier geht's nicht lang. Ach, komm schon. Ja. So, da oben ist so ein fieses Fliegenpflänzchen. Da will ich nicht hin, aber da kommen wir auch, glaube ich, gar nicht hin. Und hier vorne will ich nicht runterrutschen. Bestimmt weh. Wo ist unser Türmchen? Da vorne müssen wir, da ist unser Heim. Okay. Wir könnten so einen Bogen laufen, ne? Könnten wir machen. Das sind wieder so merkwürdige Bäume, die ich noch nicht gesehen habe. Ah, komm, wir laufen mal so einen Bogen, komm. Machen wir. Was soll's? Meh. Oh. Bogen laufen, ne? Bogen laufen. Also oben an dem vorbei wahrscheinlich nicht. Das macht wenig Sinn. Oh, da haben wir wieder so ein komisches... so ein Ding, was er bewacht. Ein völlig unnützes wahrscheinlich. Was nur zur Deko da steht.
Wer weiß, vielleicht nach dem Update, vielleicht kann das ja jetzt was. Wir wissen es nicht. Also werden wir es herausfinden. Moment, Xenozepper sehe ich eins von zwei? Kann man zwei Stück haben? Oder tragen gleichzeitig? Wo bist du, ein Alpha oder? Oh. Kannst du hochschießen, ne? Aber wenn das ein Alpha wäre, der wäre locker. So. Alien-Organe und zack, sagt er ein. Sieht der cool aus, ne? Siehst du cool aus. Runter mit dir. Okay. So. Das haben wir uns verdient. So, drücke E zum Aufheben von Sommersloo. Oh ja. Zack. Absolute Stille. Dieser magische Moment ist vorbei. Schauen wir mal. Was kann das jetzt? Kann es was? Analyzing this will not give you anything. Work in progress. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht. Schade. Schade. Very schade. Oh Gott. Autsch. Nee. Entschuldigung. Ich werde das nicht schneiden. Ich lasse alles drin. Vorne ist Wasser, großes Meer. Jetzt will ich da mal hingehen, ne? Mal gucken. Ja, vorne haben wir ein paar Nüsse, können wir noch mitnehmen. Und ein großer, der ist überhaupt kein Problem. So, so gar nicht. Oh, ein neues Wrack. Da müssen wir wahrscheinlich wieder was freikämpfen. Oh, krass. Neues Wrack gefunden, na super. Na, wo sind die Kleinen, die das bewachen? Wo sind sie? Achso, das sind hier die Pflanzen, ne? Die Drufen. Vielleicht kannst du mir helfen. Bei diesen kleinen Fiesen. Wieso fliegt der hinter mich? So ein Sack, ne? Was? Ach, da unten ist nur eins. Stimmt mit dem nicht. Pinkelt der da? Ja, der hat ja gerade in die Koralle gepinkelt. Alter, und jetzt frisst er die. Oh Gott. Ah, Zufallstreffer. Lucky Punch. Oh ja, ja. Übergieße mich mit dieser Soße. Okay. Wahrscheinlich so ein perverser Riese. Naja, okay, die könnten wir noch mitnehmen, ne? Naja. Davon sind die nächsten. Machen wir es auch noch platt. Dann nehmen wir den restlichen Kram noch mit. Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Platz mehr. Das ist doof. Dürfte ich bitten, zu diesem kleinen Tänzchen. So, du noch. Komm schon. Okay, okay. Der Große kommt. Den will ich nicht aus Versehen treffen. Wer weiß, was der mit einem anstellt. Gut. Oder ist der jetzt mittlerweile ganz schön fies geworden? Ich weiß nicht. Ich stelle mich mal hin. Tut nicht weh. Noch nicht. Wie er sich da so durchschlängelt und seinen Hintern daran reibt. Ja, jetzt mag ich es nicht mehr. Jetzt kannst du es behalten. Da ist Hintern dran. Oh, dieser kleine Kopf. Süße kleine. Also eigentlich wirkt der mega bedrohlich, ne? Jetzt ist er über mich drüber gestolpert. Oh Gott. So, nehme ich mit. Schrauben nehme ich mit, glaube ich, kann ich mir... Oh Gott, ich bin so voll, ne? Ich kann nichts mehr mitnehmen. Übel. Was wäre hier noch gewesen? So ein paar Rahmen hätte ich... Und die kann ich mitnehmen, okay. Schwerer modularer Rahmen. Was lege ich dafür weg? Schnecken wohl nicht. Eher nicht. Aber die hier, ne? Oder obwohl, das ist noch sinnfrei. Das ist, komm, weg damit. Obwohl, davon gibt es wahrscheinlich so wenig. Vielleicht bleiben sie aber liegen. Auf ewig. Hier. Schwebend. F
versteckte Eisenplatte kann ich ja mitnehmen. Hatte ich wohl noch ein paar. Okay. So, und hier ist benötigt 30, klar, das ist okay. Müssen wir nur Strom hinlegen. Der Space Elevator ist immer so ein guter Anhaltspunkt. Da ist schon ein bisschen was weg, ne? Naja. Merken wir uns einfach. Am Meer. Und er geht ins Meer. Das. Das Meer ist jetzt gar nicht so tief, ne? Der kann auch stehen. Nun ja. Soll ein bisschen schwimmen gehen. Ist ja warm heute. Das geht noch. Man kann auch S spammen. Sehr gut. Nun ja, es wird dunkel. Heißt, wir gehen am besten mal nach Hause. Du bist doch ein scheiß Alpha, oder? Du bist mir zu groß. Tut mir leid. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Das Ding ist doch riesig. Boah, da ist er noch. Oh Gott. No thanks. Ohne Wumme werde ich da nicht kämpfen. Da haben wir den nächsten. Der ist ja auch riesig. Alter. Oder meine ich das nur? Sind die gar nicht so riesig? Ich meine, ich glaube, der ist riesig. Der ist riesig. Da gehe ich hin. Autsch. Autsch. Alles gut. Da fühlen sich zwei ertappt. Meistens sind das Flächen, wo auch ganz viel sonstiges Getier ist rumgedönst. Naja. Das ist auch sowas wie eine Höhle, ne? Wir müssen auf jeden Fall viel mehr exploren. Sobald wir die Explore-Tools haben, und da gibt es wohl, habe ich glaube ich am Anfang schon erwähnt, neue Fahrzeuge. Extra zum Erkunden. Die sind schnell, wendig. Die Geräusche sind schon gruselig. So, wir müssen in die Richtung. Naja, komm. Gehen wir einfach mal durch. Und vielleicht finden wir durch Zufall noch irgendwas an neuer Ressource. Oh ja, wunderbar. Oh, genau so. Genau richtig. Oh ja, genau das habe ich jetzt gebraucht. Euch. Ach, da kommt er. Komm schon. An die Hauswand Wand gepresst. Okay, okay, alles klar. So, was ist das nächste? Da. Ha! So, das waren aber nur zwei. Alle guten Dinge. Ne? Bist du kleiner Sack? Mann, wo ist er? Da. Punch, punch. Nehme ich den Kram mit? Kann ich es überhaupt noch? Ja, geht noch. So, und das hier. Die werden auch aufwachen, wahrscheinlich. Ja, natürlich. So, da kommt er her. Oh, komm schon. Ja, noch eins. Ah, ja, sehr gut. Es ist so fies. Also mit diesem komischen Ding hier. Boah, ist das nervig. Vor allem, man muss sich so schnell bewegen. Das ist so dermaßen verruckelt dann in dem Moment. Aber das merkt ihr ja selbst. So übel. Warum waren die jetzt hier? Nur damit man da diesen Durchgang nicht nehmen kann? Oh, ich höre wieder was. Oh ja. Oh. Okay. Solange es ein kleiner ist, kein Thema. Ne? Ist kein Problem.
Da haben wir auf jeden Fall schon Nüsse weggenommen. Also müsste er hier irgendwo sein, ne? Da fehlen Nüsse. Ich höre ihn auch schon nicht mehr. Vielleicht ist er da oben drauf oder so. Naja. So, hier höre ich ihn. Also da vorne sind die Stinker, da will ich nicht herlaufen. Deswegen laufe ich wieder die Richtung. Das war aber schon wieder hier so eine Exploration-Folge, ne? Aber ich konnte mich jetzt nicht beherrschen. Ich musste einfach noch so einen kleinen Bogen laufen. Da würde ich jetzt gern... Wieso geht's nicht? Hier? Hoch? Hier so? Ja. Sehr schön. Und damit wären wir auch schon wieder zu Hause. Juhu! Und am Ende dieser Folge, das heißt, in der nächsten werden wir erst nachschauen können, was es alles Neues gibt und... Was sie hier alles so improved haben, was verbessert wurde, optisch auch. Ich bin echt mal gespannt. Zum Beispiel, was ist denn das hier? Schwefel? Hat man den schon immer da? Schwefel? Na, gut. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge, was man alles neu machen kann, wofür man Schwefel benutzen kann und wo es vielleicht Quarz gibt. Wir finden es heraus. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao.